Ich möchte heute mal darüber sprechen, wie ich oder wodurch ich mein Leben verkürzt habe. Das klingt natürlich reißerisch, das ist ein reißerischer Titel, aber es steckt auf jeden Fall Wahrheit drin. Und zwar spreche ich vom Bewegungsmangel, chronischer Bewegungsmangel, jahrelanger Bewegungsmangel. Ich denke auf jeden Fall, dass dieser Punkt natürlich einen negativen Einfluss auf meine Gesamtlebenszeit bisher hatte. Also ich habe mir durch den jahrelangen Bewegungsmangel sicher ein bisschen Lebenszeit schon wegnehmen lassen. Also, bis ich 12 war, war ich aktiv im Fußball und auch was Nachmittagsbeschäftigung mit Schulkameraden angeht, war ich aktiv. Aber das ist dann eingebrochen, ich habe Fußball abgebrochen und habe mich eigentlich nur noch aufs Zocken fokussiert. Und gleichzeitig zu dem Abbruch vom Fußball sind meine Kontakte auch ein bisschen eingebrochen und ich habe nur noch gezockt, gezockt, gezockt. Also da ging das dann halt los mit Bewegungsmangel und das hat sich dann auch, bis ich 15 oder 16 war, hat sich das gezogen, hielt das an, dieser Bewegungsmangel, und dass ich einfach nur im Zimmer rumsaß nach der Schule und gezockt habe. Aber als ich dann so 16 war, habe ich wieder ein bisschen Kontaktaufnahme gestartet und war auch da wieder ein bisschen aktiver unterwegs. Aber das hat dann auch nur angehalten, bis ich ja so 18, 19 war. Und da einige werden es wissen, die schon länger hier dabei sind bei dem Kanal, die werden wissen, was dann passiert ist. Ich habe ja hatte dann ziemlich Probleme mit sozialen Ängsten und einfach meine Gedanken über mich selbst, über mein Selbstbild, Selbstbewusstsein und so, das habe ich damals nicht so verkraftet und habe mich dann halt isoliert. Kurz darauf kam dann halt noch eine zweijährige Arbeitslosigkeit dazu und in dieser Zeit, wo ich 2 Jahre arbeitslos war, da hat der Bewegungsmangel dann schon extreme Ausmaße angenommen. Also da war es dann wirklich so, dass ich 90% meiner Wachzeit einfach nur da saß. Ich saß einfach nur da, habe mich nicht bewegt, habe irgendwas Sinnloses meistens im Internet angeschaut. Und das war 2 Jahre lang einfach mein Leben. Und das ist einfach überhaupt nicht gesund. Und auch in letzter Zeit ist es so, dass ich mit meiner Bewegung, mit meiner Aktivität nicht ganz zufrieden bin. Es ist zwar viel, viel besser als zu der damaligen Zeit, weil ich jetzt auch mir immer eine Stoppuhr stelle, 30 Minuten meistens, wenn ich jetzt am Computer arbeite oder so. Stelle ich mir 30 Minuten ein und nach den 30 Minuten stehe ich dann auf, laufe die Treppen hoch und runter, springe ein bisschen rum, dehne mich. Also das mache ich auf jeden Fall viel, viel besser als damals, weil damals war das nicht der Fall. Ich saß da 3 Stunden am Stück einfach nur auf der Stelle, einfach nur rum und habe nicht solche Bewegungspausen dazwischen gelegt. Das mache ich jetzt auf jeden Fall besser. Aber nichtsdestotrotz, das sind gute Punkte, also sich zwischendurch zu bewegen, das sind gute Punkte. Aber das macht einfach diese negativen Folgen vom Sitzen, vom ständigen Sitzen, macht das nicht rückgängig. Das ist natürlich besser als den ganzen Tag nur durchzusitzen, ohne Bewegungspausen. Aber es macht halt die negativen Folgen von langem Sitzen nicht weg. Und deshalb möchte ich da dazwischen funken, indem ich am Tag auch einfach mal rausgehe und laufe. Wie zum Beispiel jetzt hier in dem Wald. Ich fahre hier mit dem Fahrrad hin, in 5 Minuten bin ich hier, dann laufe ich und dann fahre ich wieder zurück. Da bin ich das sind 30 Minuten meines Tages. Das kann ich 2-3 Mal machen, wenn ich möchte. Klar, ich werde mit einem Mal anfangen. Aber ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Ich möchte mehr Bewegung in meinen Tag bringen, auch mehr Tageslicht. Ist auch sehr, sehr wichtig. Denn ja, es ist einfach so,
dass dieser chronische Bewegungsmangel einfach alles in deinem Körper stagnieren lässt. Dein Herz funktioniert nicht effizient, funktioniert nicht so gut, gesund und effizient, wie es jetzt der Fall ist, wenn ich mich hier bewege und laufe. Deine ganzen Organe, deine ganzen Reinigungsprozesse im Körper, die Lymphflüssigkeit in deinem Körper fließt nicht so gut, macht nicht so einen guten Job, wie es jetzt der Fall ist, wenn ich mich bewege und aktiv bin. Also die Lymphflüssigkeit, die Schadstoffe in deinem Körper von A nach B transportiert und dann halt letzten Endes zu dem Ort bringt, wo es ausgeschieden wird. Das funktioniert alles nicht so optimal in deinem Körper. Und besonders, wenn du wirklich chronischen Bewegungsmangel hast, dann ist das einfach katastrophal für deine Gesundheit. Und das habe ich halt dann auch gemerkt. Das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass ich hier und da immer mal so ein bisschen, so ein kleines bisschen Herzstechen hatte. Und das, in meinen Augen kommt das davon, dass ich einfach die ganze Zeit, den ganzen Tag über mehrere Jahre hinweg einfach nur rumsaß und nicht aktiv wurde, nicht meinen Körper betätigt habe. Und da stagniert dann nun mal alles. Da funktioniert dein Körper halt einfach nicht so gut, wie wenn ich jetzt hier am Laufen bin, weil Laufen ist einfach menschlich. Es ist menschlich, es ist etwas, was zu uns gehört. Es ist etwas, was wir brauchen. Das, was ich hier gerade mache, das Laufen, das ist so simpel, deshalb unterschätzt man es ja. Weil es einfach so einfach ist. Es ist jetzt nicht so etwas, wo man irgendwie Gewichte stemmt oder was richtig Schweres macht. Weil wir Menschen, wir sind da so, wir verbinden schwere Dinge immer mit dem, was gut ist. Also wenn etwas schwer ist, dann hat es eine Wirkung. Und wenn man jetzt sowas Simples macht wie einfach nur laufen, da denken wir oder denken viele Menschen, das ist zu einfach, das hat keinen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Aber der Punkt ist einfach, dass das Laufen, es ist so simpel, aber hat einen so enormen Gesundheitseffekt. Genau, Leute, so viel dazu. Ich glaube, einige von uns können da in diese Richtung etwas verändern und ein bisschen aktiver werden, sich ein bisschen mehr bewegen. Und ja, ich denke, einige oder ein paar von euch zumindest werden hier diesen Wald kennen, denen wird das hier bekannt vorkommen, weil ich damals hier auch immer mal ein paar Videos gedreht habe. Ich zeige euch jetzt hier noch ein bisschen etwas, was irgendjemand hier in diesem Wald gebaut hat. Das war zu der damaligen Zeit, als ich hier Videos gedreht habe, war das nicht so. Aber irgendjemand hat hier scheinbar Spaß und baut hier irgendwelche Dinge auf. Vielleicht einfach nur aus Spaß, vielleicht um zu trainieren für Notfallsituationen. Schauen wir mal. Genau, also hier hat dann irgendjemand etwas hingebaut. Ich glaube, das müsste sogar genau die Stelle gewesen sein, wo ich damals meine Videos gedreht habe. Das müsste eigentlich genau hier die Stelle sein. Also das war hier damals dann auf jeden Fall noch nicht. Ja, und natürlich das, was man überall sieht, das übliche Graffiti. Ja, also hier hat irgendjemand seinen Spaß gehabt. Genau. Ja, hier gehe ich mal nicht durch. Es sind sehr viele Spinnnetze. Aber ich zeige euch dann vorne nochmal was. Da hat auch noch jemand was hingebaut. Was auf jeden Fall eher nach Notübungen aussieht. Oder nach Überlebensbaute, sage ich mal so. Ja, hier habe ich mein Fahrrad geparkt. Und hier ist dann halt das andere Gebaute. Das ist auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall mehr nach Überlebenstraining aus. Genau, Leute. Oh, da hinten ist gerade ein Hase.
Ah ne, das war nur ein Vogel, aber ich habe vor uns auch hier einen Hasen gesehen. Ah ne, da unten ist er. Ah ne, das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Keine Ahnung, ob ihr den jetzt gesehen habt. Krass. Ja, was man nicht alles sieht hier draußen. Ne? Ich habe vor uns da hinten einen Hasen gesehen. Hier unten habe ich einen Hasen gesehen. Jetzt habe ich einen Fuchs gesehen. Es ist viel, 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 viel besser, als drinnen irgendwelche YouTube-Videos zu schauen. Drinnen in den vier Wänden, das ist eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, einfach nur langweilig. Deshalb, ich werde auf jeden Fall jetzt viel, viel öfters laufen gehen. Aber ja, Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich werde jetzt hier noch meinen Rucksack ablegen und dann werde ich hier noch mal ein bisschen durchrennen. Genau. Aber ja, Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.